Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen kurzen Video von mir. Ich möchte euch einmal mitnehmen. Ich wollte mal austesten Blätterteig mit Salami und Käse gefüllt. Auch das vorher noch nicht gemacht. Aber einmal ist ja immer bekanntlicherweise das erste Mal. Den Käse jetzt wieder, ach, vor allen Dingen den Käse. Ich hole den Blätterteig hier einmal aus. Zack, zack. Ich wollte jetzt nicht allzu groß machen. Teile einmal hier. Einmal hier. Und so groß. Mache ich die. Mal gucken, ob das so klappt. Hier lege ich mal an der Seite. Mich mir jetzt so ein Stück. Ja, und zerteile mir jetzt die Salami lege ich darüber. Dann halbiere ich mir den Käse. Machen wir jetzt mal alles so. Zack, drauf. Und auch hier wieder eine Gabel. Das ordentlich zusammendrücken. Salam. So, und so mache ich das mit den anderen auch. Und die gebe ich dann in den Ofen. So sieht das jetzt bei mir aus. Auch wieder so für 15 Minuten. Und ich zeige euch dann hinterher, wie die aussehen. 20 Minuten waren die jetzt im Ofen gewesen. Und ich finde, die sehen ganz gut aus. Also es riecht schon mega lecker. Und ja, ist auch mal eine Idee. Also von mir jetzt gewesen, haben wir so jetzt auch noch nicht gehabt. Ich hoffe, die schmecken auch so gut, wie sie riechen. Ja, ich wollte euch daran teilhaben lassen. Das war's auch schon wieder. Und sage euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.